Hi, ich bin's wieder, Sebastian vom Autohaus Burmeister in Parchim. Und heute bringe ich euch einen, wie ich finde, einen Wow-Effekt mit. Schaut euch mal den Seat Ibiza ST Connect an. Ist das nicht eine geile Farbe? Entschuldigung für den Ausdruck, aber ein wunderschönes Blau. Ein richtiger Hingucker, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, Seat Ibiza Connect, für mich die beste Ausstellungsvariante. Warum, erkläre ich euch gleich. Wie gesagt, wir haben Parksensoren vorne. Wunderschönes Blau. Wir haben, muss ich mal selber schauen gerade, dieses Fahrzeug haben wir auch gerade neu ins Haus bekommen. Wir haben hier 16 Zoll Aluminiumräder drauf, was zu dem Design, beziehungsweise zu dem Konzept des Fahrzeuges total geil passt. Durch das Connect haben wir natürlich auch eine Zweitfarbe am Seitenspiegel. Jetzt ist es grau. Dachreling in Chrom. Wir haben die Tür. Leisten in Schwarz. Finde ich, ja, ich finde es, wenn ihr das euch mal anschaut, also die Kombination mit der Farbe, mit dem Chrom, sieht total schön aus. Also ich finde es einen richtigen Hingucker. Wir haben Parksensoren hinten. Kamera haben wir jetzt hier nicht mit bei. Getönte Scheiben in Schwarz. Kofferraum für einen kleinen Kombi. Muss ich ja wirklich sagen, riesig. Also die nächsten Wocheneinkäufe steht nichts mehr im Weg. Die Familienausflüge steht auch nichts mehr im Weg. Super Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Wir haben einen TSI-Motor drin mit 66 kW, also 90 PS. Das Fahrzeug ist jetzt von März 2016 und hat circa 3, also knapp 33.000 Kilometer gelaufen. Nicht ganz. Hinten haben wir auch ausreichend Platz, aber genug von außen. Wir schauen mal drinnen um und dann erkläre ich euch mal, warum ich die Connect-Ausstattung so toll finde. Wie gesagt, die Connect-Ausstattung, die Felgen sind quasi immer dabei, aber von innen ist es nochmal was ganz anderes. Kommt mal mit. So, angekommen in Seat Ibiza ST Connect. Schönes Leerlenkrad. Wir haben das Leerlenkrad, ist natürlich auch ein Multifunktionslenkrad. Links für das Bedienteil fürs Radio. Und rechts für den Bordcomputer. Wir haben eine Sprachfunktion, sogar hier in dem Fahrzeug mit drin. Wir haben Sitzheizung, Klimaautomatik, Lichtsensor, also automatisches Licht, nicht nur wenn es dunkel wird und erhell wird draußen, sondern auch wenn man durch den Tunnel fährt. Wer kennt es nicht? Immer anschalten durch den Tunnel, man kommt wieder raus aus dem Tunnel, wieder ausmachen. Ist gar keine Frage mehr, macht er alles von alleine. Was ich natürlich, was ich sagte, sehr schön finde bei den Connect ist halt, dass wir eine Teillederausstattung haben. Ja? Hier mit Stoff überzogen und an den Seiten mit den sportlichen Sitzen, aber natürlich auch das Leder. Es macht auf jeden Fall was her. Definitiv, muss ich wirklich sagen. Wir haben hier das große Radio auch schon mit drin. Das finde ich halt auch das Schöne bei den Connect. Radio, wir haben, ihr könnt USB mit anschließen, dass ihr eure Musik hört. Ihr könnt über euer Handy, habt ihr Spotify, könnt ihr auch hören die Musik. Wir haben hier auch Full Link mit drin, bedeutet Handy anstöpseln. Ihr könnt dann eure Apps hier drauf spielen auf dem Monitor, sei es WhatsApp sogar, SMS, sei es Spotify, sei es Google Maps. Ne? Also ein Standard-Navigationssystem hat das Fahrzeug jetzt nicht, aber ihr könnt es halt über Full Link über euer Smartphone steuern und seht dann über den Bildschirm euer Navigationsgerät. Seid ihr auch so begeistert von dem Fahrzeug und habt ihr auch den Wow-Effekt erlebt? Ruft uns an, kommt vorbei und schlagt zu. Euer Sebastian vom Autohaus Burmeister. Bis bald.